Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Webinar mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor und natürlich wieder an der Stelle mit Julian Bönig. Ich freue mich, dass er für uns heute Abend die Zeit gefunden hat und dass Sie natürlich auch Interesse haben und heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich jetzt an den Julian übergebe, muss ich wie immer den Risikohinweis kurz mit Ihnen besprechen, denn auch dieses Webinar diente nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute dürfen Sie dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja, gut, dann, lieber Julian, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche Sehr viel gerne. Spaß und viel Erfolg. Perfekt. Dann gib mir noch mal bitte Bescheid, ob du den richtigen Bildschirm Wir sehen sehen Word, kannst. jetzt sehen wir die Folie. Perfekt. Danke, Nelson. Dann übernehme ich mal. Dann auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zum zweiten Webinar in Zusammenarbeit mit FX Flat. Danke, lieber Nelson, für die Einleitung. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit den zukünftigen Terminen, die noch anstehen. Das ist einmal der 23.3. und dann darauf folgend der 27.4. Das sind sozusagen die Folgetermine und da würde ich mich natürlich auch wieder herzlich freuen, wenn so viele mit live dabei sind. Auch ein herzliches Willkommen natürlich an alle, die sich jetzt im Nachgang die Aufzeichnung anschauen. Und hier auch nochmal der Hinweis von meiner Seite, wenn Fragen bestehen sollten, jetzt im Nachgang gern einfach unter das Video kommentieren, das beim FX Flat YouTube-Kanal hochgeladen wird. Da schaue ich öfter mal vorbei, sodass ich dann da auch selber die Fragen unterhalb des Videos gerne bereit bin zu beantworten. Ansonsten würde ich sagen, vielleicht vorab, dadurch, dass es erst das zweite Webinar jetzt hier auf dem Kanal ist, möchte ich mich einmal kurz vorstellen für die, die mich vielleicht noch nicht kennen und das erste Mal mit dabei sind. Nelson hat es ja schon gesagt, mein Name ist Julian und ich bin ja begeisterter Börsianer seit 2010. Unglaublich über eine Dekade, wenn man das sich mal so überlegt, ja, wie die Zeit so fliegt. Ich bin damals im Rahmen meines ja, Betriebswirtschaftsstudiums mit dem Schwerpunkt Finanzen auf die Börse aufmerksam geworden. Ich habe damals in Göttingen studiert und ja, hatte sozusagen erstmal eine sehr akademische Herangehensweise an die ganze Anlagewelt, an die ganze Finanzwelt und habe dann irgendwann so ein bisschen geschaut, wie kann man das, was man da so lernt, denn eigentlich für sich als Privatanleger nutzen und bin dann sehr viel in Selbststudium übergegangen, habe mir sehr viel Autodidakt beigebracht, viele Finanzliteratur gelesen und habe dann irgendwann weg vom, ich sag mal, aktiven Börsenhandel, Daytrading, was ich sehr viel betrieben habe, hin zum ja, Investor mich entwickelt und bin da dann nochmal ein bisschen tiefer in die Schiene einkommensorientiertes Investieren eingetaucht, worum es ja hier auch gehen soll. Ja, dementsprechend heißt die Webinarreihe ja auch mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor, weil die Dividendenstrategie nun mal ein Werkzeug, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch sehr deutlich gemacht, ein Werkzeug von vielen ist, sich einkommensorientiert an den Märkten ja, einfach aktiv zu sein. So, ich betreibe davon abweichend auch eine Webseite einkommen-investor.de. Gerne vorbeischauen. Dafür öffentliche ich relativ regelmäßig Artikel zu Themen, die mich selber so ein bisschen umtreiben, die ich spannend finde. Und darüber hinaus betreibe ich noch viel aktiver einen YouTube-Kanal, der Einkommensinvestor heißt. Gerne vorbeischauen, gerne ein Abo dalassen, würde ich mich natürlich freuen. Und ansonsten gerne auch mal ja, die aktuellen oder auch neuesten Videos anschauen. Ich denke, da ist viel Interessantes mit dabei, was ja auch nochmal deutlich tiefer in die Materie geht, als das, was wir hier im Rahmen der 45 bis 60 Minuten darstellen können. Das erstmal so ein bisschen als Vorgeschichte. Ja, im Nest hat es schon gesagt, das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung, sondern dient rein zu Schulungszwecken. Dementsprechend bin ich auch hier aus der Haftung raus und teile Ihnen hier nur meine eigene Meinung und Sichtweisen mit. Das dürfen Sie zu jeder Zeit sehr gerne hinterfragen und dazu rege ich Sie natürlich auch immer an. Dann
Starten möchte ich wie immer mit einem Zitat. Ich habe heute ein Zitat von John Paul Getty mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man den guten Herr so ausspricht. Ich kannte ihn bis dato nicht. Aber der soll mal gesagt haben, Sparmaßnahmen muss man dann ergreifen, wenn man viel Geld verdient. Sobald man in den roten Zahlen ist, ist es zu spät. Vielleicht ein bisschen provokativ das Ganze, aber ich finde, da steckt sehr viel Wahrheit drin, denn so nach dem Motto, wenn man sparen muss, ist es eigentlich zu spät. Das heißt, wenn es einem gut geht, wenn man gute Monate hat, gutes Geld verdient, gerade dann sollte man an die Zukunft denken und sparen. Ich denke aber, die meisten werden das sicherlich auch so handhaben. Auf jeden Fall ein Zitat, was ich finde, über das man auch an der Stelle mal nachdenken kann. Dann kommen wir zur Agenda. Was habe ich heute mitgebracht? Wir haben letztes Mal uns sehr schön die Grundlagen in dem Bereich einkommensorientiertes Investieren angeschaut. Die möchte ich heute einmal kurz wiederholen, ein bisschen vertiefen. Das handhabe ich eigentlich immer so, dass ich so zu Beginn die ersten 10, 15 Minuten das Ganze nochmal vertiefe. Das ist mir einfach wichtig, dass das Ganze auch sozusagen vielleicht von dem einen oder anderen, der nicht dabei gewesen ist, dann aber auch so aufgenommen wird. Und dann kommt das folgende Thema, was darauf aufbaut. Deswegen ist es auch dementsprechend wichtig, dass bevor wir uns um das heutige Content-Thema kümmern, wir nochmal so ein bisschen die Grundlagen, die Basics sozusagen uns anschauen. Ich denke, ich habe ein spannendes Thema mitgebracht, unternehmerische Sonderformen und zum Ende hin natürlich dann Beispiele für den Content-Bereich, den wir uns sozusagen erstmal in der Theorie anschauen und dann das Ganze uns in der Praxis ebenfalls nochmal zu Gemüte führen. Kurzer Hinweis, was mir gerade noch einfällt, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Wenn Fragen sein sollten, gerne die Fragen in den Chat schreiben. Ich schaue mir während des Webinars die Fragen jetzt nicht an, sondern wir können das dann gerne am Ende machen und dann versuche ich, soweit es mir möglich ist, auf die Fragen zu antworten. Sofern Sie vielleicht eine ausführlichere Antwort benötigen, würde ich mir auch vorbehalten, die Fragen dann beim nächsten Mal einfach mit ins Webinar zu bringen und dann ausführlich zu besprechen. So haben dann auch alle was davon. Gut, das erstmal so zu dem, was heute auf der Agenda steht. Und dann würde ich sagen, starten wir mit einer kurzen Wiederholung. Was haben wir beim ersten Webinar mit FX Flat zusammen besprochen? Wir haben uns hier, ich habe das nochmal rausgesucht, ich glaube, letztes Mal hatte ich das nicht, es war die Quelle, ist plus minus und heißt die Rentenlüge, also gerne auf YouTube mal anschauen, das ist eine Reportage, 7-8 Minuten, lohnt sich wirklich. Da geht es darum, dass wir uns angeschaut haben, warum sollte ich mich eigentlich mit dem einkommensorientierten Investieren auseinandersetzen? Also was ist da eigentlich der Hintergrund? Ne? Der Hintergrund ist hier wenn man jetzt drei Personen nimmt, ist er wahrscheinlich jedes Mal unterschiedlich. Ein Hintergrund kann auf jeden Fall die für die meisten wahrscheinlich drohende Rentenlücke sein. Und was es damit auf sich hat, was es sich darunter verbirgt, wird hier in dieser Kurzreportage, wie ich finde, ganz gut auf den Punkt gebracht. Und man muss auch dazu sagen, dass man sich da gar nicht so in Sicherheit wiegen sollte, denn das Ganze beginnt quasi mit dem Beispiel einer alleinerziehenden Mutter, die sozusagen Vollzeit als Erzieherin arbeitet. Und das, was dann am Ende dabei rauskommt, ich bemühe mal wieder hier mein Zeichentool, mein allseits bekanntes Zeichentool. Was hier interessant ist, dass die gute Dame auf 1.700 Euro netto kommt und am Ende eine Netto-Rente erwarten kann. Davon darf man sich nicht trügen lassen. Das ist die Brutto-Rente. Das bringt uns insofern erstmal nicht viel, dass dadurch, dass wir ja netto sozusagen ausbezahlt bekommen, das heißt, sie fällt von 1.700 auf 950 und das entspricht einer Rentenlücke. Daher kommt auch das Wort von 750 Euro. Und die gilt es natürlich auf irgendeine Art und Weise dann im Alter zu kompensieren. Da sind verschiedene Lösungsmöglichkeiten denkbar. Zum einen kann man natürlich anfangen, seinen Lebensstandard herunterzufahren. Das ist meistens so die uncharmanteste Art und Weise, weil in der Regel ist es oft so, dass man gerade im fortgeschrittenen Alter vielleicht auch das ein oder andere Hilfsmittel benötigt im Rahmen von Medikamenten oder vielleicht andere Umbaumaßnahmen in der Wohnung oder im Haus, sodass es eigentlich nicht so charmant ist zu sagen, ich schiebe meinen Lebensstandard runter, sondern es ist viel smarter, finde ich, frühzeitig sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht privat in der einen oder anderen Möglichkeit hier vorzusorgen. Und eine ist zum Beispiel das einkommensorientierte Investieren, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Dann ist ein zweiter Fall,
der hier ganz prominent diskutiert wird in der Reportage. Das ist der Industriemechaniker, der sage und schreibe 50 Jahre gearbeitet hat und von einem 2500 Euro Nettolohn, auch hier wieder wichtig, Nettolohn, auf sage und schreibe 990 Euro Nettorente fällt. Auch hier wieder der Hinweis, Bruttorente bringt uns insofern erstmal nicht viel. Und da kommen wir dann auf sage und schreibe 1510 Euro Rentenlücke. Also auch hier glaube ich, spätestens an der Stelle wird klar, dass hier auf jeden Fall auch ein strukturelles Problem in der Rentenversicherung vorliegt. Anders ist für mich das Ganze auch schwer nachvollziehbar. Wie gesagt, seid herzlich eingeladen, einfach mal diese Reportage euch anzuschauen. Das war das, was wir uns angeschaut haben. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Komponenten, die uns eigentlich dazu führen, dass wir uns irgendwie um unser Geld kümmern müssen. Ein anderer Faktor war auch die Inflation, die ich an verschiedenen Beispielen dargestellt habe. Und das sind so die Sachen, die hier erstmal einem direkt ins Auge springen. Dann habe ich einmal noch gezeigt, dass unsere Altersabsicherung, zumindest in Deutschland, das ist in vielen, vielen Ländern dann nochmal anders aufgebaut, aber zumindest hier soll der größte Teil hier unten stattfinden bei der gesetzlichen Altersvorsorge. Dann hat man die betriebliche Altersvorsorge, je nachdem, ob man angestellt ist oder was von einem Verhältnis man sich da befindet auf seiner Arbeit. Und dann haben wir noch die private Altersvorsorge. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass sozusagen der niedrigste Teil gedeckt werden muss durch die private Altersvorsorge und der größte Teil quasi gedeckt wird durch die gesetzliche Altersvorsorge. So erstmal, ich sag mal, ein bisschen sarkastisch, die Idealvorstellung, die ja, Praxis, wie wir ja gerade schon gesehen haben, weicht davon dann doch extrem ab, sodass man eigentlich oder ich so ein bisschen dazu übergehe. Das weiß ich natürlich nicht, aber ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass diese Pyramide sich früher oder später umkehren wird. Das heißt, dass die Grundlage eher die private Altersvorsorge bildet, die betriebliche in der Mitte ist und die gesetzliche tendenziell weniger wird. Oder aber, dass sich das Ganze sogar austauscht, also dass die gesetzliche in die Mitte rutscht und die private nach ganz, die betriebliche nach ganz unten. Ist jetzt auch nur so eine reine Spekulation, weiß ich nicht, ist nur etwas, wenn ich mir die Zahlen so anschaue, dann habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass sich das in eine Richtung entwickelt, die weit weg von dem ist, was hier als theoretischer Idealzustand skizziert worden ist. Dann haben wir uns mit zwei verschiedenen Begrifflichkeiten auseinandergesetzt. Diese Begrifflichkeiten sind mir dahingehend wichtig, weil sie einfach unterscheiden so ein bisschen den Ansatz, den ich hier erklären möchte, den ich hier in den nächsten Webinaren im März und auch im April gern Ihnen näher bringen möchte. Und zwar ist es einmal der Ansatz des Investors, also der entscheidet sich ja schon mal, ich sag mal, grundlegend von dem des Traders. Beim Trader geht es ja darum, letztendlich teilweise sehr kurzfristige Kursgewinne mitzunehmen, ja, wie immer man auch kurzfristig definiert. Das kann von ein paar Minuten bis hin zu ein paar Tagen sein, würde ich jetzt einfach mal so tendenziell sagen, vielleicht auch ein paar Wochen. Der Investor dahin hingegen ist auch bestrebt, sage ich mal, Kursgewinne einzufahren, aber in einem viel längeren, Zeitintervall. Ja, das Ganze führt natürlich auch dazu, dass wir eine viel niedrigeren Betreuungsaufwand letztlich mitbringen müssen als Investor. Und dann gibt es aber eine grundlegende Unterscheidung in der Herangehensweise und auch in der Denkweise. Und das ist einmal der Kursgewinninvestor, der schon, sage ich mal, am nächsten dem eigentlichen Trader kommt, weil es geht darum, sozusagen relativ salopp gesagt, ich versuche irgendwo aufgrund von irgendeines fundamentalen oder technischen Grund, versuche ich günstig zu kaufen und versuche später teuer zu verkaufen. Und diese Differenz hier zwischen ist sozusagen der Kursgewinn, den streiche ich mir quasi als Performance oder als Rendite, wie auch immer, geartet ein. Aber die Grundidee ist, ich versuche günstig zu kaufen, teuer zu verkaufen. Das Ganze geht natürlich jetzt auch in die andere Richtung. Also man könnte das auch mit Short-Selling sicherlich machen, aber wir bleiben jetzt hier mal beim Long-Investieren. Das heißt, wir kaufen günstig, verkaufen teuer. Das heißt, es geht darum, einen Kursgewinn zu erzielen. Egal mit was, ob ich jetzt Gold kaufe, ob ich eine Aktie kaufe, ob ich einen ETF kaufe, ob ich einen Aktienfonds kaufe, whatever.
Das ist erstmal die eine Möglichkeit. Das funktioniert beim Traden halt ähnlich, nur dass man da, sage ich mal, ein kürzeres Zeitintervall hat und sich vielleicht auch für das Underlying als solches weniger interessiert als für die eigentliche Kursamplitude. Beim einkommensorientierten Investieren, das heißt bei dem hier unten, bei dem Einkommensinvestor, geht es gar nicht vorrangig um dieses Szenario hier oben. Ich nenne das einfach mal, wie nennen wir das mal? Wir nennen das einfach mal Szenario hoch. Ich nenne das einfach mal Szenario A. Sondern es geht vielmehr um Szenario B. Denn Szenario B kann verschiedene Möglichkeiten sein. Es kann einmal sein, dass der Kurs sozusagen ebenfalls steigt. Das ist okay, damit haben wir kein Problem. Es kann aber auch sein, dass der Kurs einfach seitwärts läuft. Das ist in diesem Fall auch völlig in Ordnung. Es kann sogar sein, dass der Kurs langsam fällt. Das kann auch sein. In allen drei Fällen kann es, sofern man das vorher kalkuliert und vernünftig sich überlegt hat, kann es sinnvoll sein, zu investieren. Das hat einfach den signifikanten Unterschied zu dem hier oben, dass wir nicht darum bemüht sind, einen Kursgewinn zu erzielen, sondern eine möglichst hohe Ausschüttung zu bekommen. Das heißt, wir kommen wie eine Art Gehaltszahlung durch unser Investment. Und wenn wir natürlich laufende Gehaltszahlungen oder man kann es auch einfach als Dividenden jetzt mal als umfassenden Begriff einfach mal betiteln. Wenn wir zum Beispiel Dividenden bekommen, dann ist es für uns ja erstmal egal, ob der Kurs darunter jetzt steigt, seitwärts läuft oder vielleicht sogar fällt leicht. Ja? Solange wir unsere Dividenden bekommen, ist das ja erstmal egal. Und das ist halt das, was ich sagen möchte. Die mentale Haltung ist einfach unterschiedlich. Ja? Wir möchten nicht in erster Linie ein größtmögliches Depot erzeugen, einen größtmöglichen Depotwert uns erarbeiten, sondern wir sind halt auf der Einkommensseite unterwegs. Das heißt, für uns steht das Einkommen im Vordergrund. Wir möchten lieber ein größtmögliches Einkommen erzielen. Darum geht es uns hier unten. Und das sind sozusagen die unterschiedlichen Herangehensweisen. Und warum ich das so als interessant finde, habe ich hier auch nochmal mit der Thematik der Anspar- und Entsparphase letztes Mal versucht, so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Und zwar ist einfach die Idee, wenn wir jetzt zurückkehren zu unserer Rentenlücke, / Rentenlüge, Reportage lässt grüßen, dann ist es ja so, dass wenn wir uns irgendwann mal, sage ich mal, in einem fortgeschrittenen Alter befinden und wir vielleicht darauf angewiesen sind, dass wir von unseren Kapitalerträgen leben, soll 67 sein, sorry, oder eben einen Teil dazu benötigen, um, wie gesagt, die Rentenlücke aufzupuffern, dann ist es ja in der Regel so, dass wir hier unser Vermögen sich im besten Fall ansteigt im Zuge unseres Lebens. Das ist das Vermögen, das hier ist das Alter. Und wir dann halt zwei Möglichkeiten haben. Das heißt, wir decken oder kompensieren diese Rentenlücke, indem wir Teile unseres Portfolios sukzessive verkaufen. Auf die Fallstricke dabei habe ich hingewiesen, zum Beispiel Rendite-Reihenfolgerisiko, dass vielleicht genau in dem Moment ein Börsencrash stattfindet. Das bedeutet, wir müssen viel mehr Anteile verkaufen, um, sage ich jetzt mal, 500 oder 1000 Euro im Monat aus unserem Portfolio rauszuziehen. Es kann natürlich auch sein, dass wir gerade in einem Börsenboom sind, dann ist es super, dann hält unser Geld viel länger. Die aber, wie ich finde, viel charmantere Art und Weise ist es, einkommensorientiert zum Beispiel zu investieren und dann versuchen, das Portfolio mehr oder weniger parallel laufen zu lassen und von den Ausschüttungen seinen Lebensabend zu bestreiten oder halt Teile davon zu nutzen, um seinen Lebensabend zu bestreiten. Das sind so die zwei verschiedenen Herangehensweisen. Das eine, das hier ist das quasi Verkonsumieren der Substanz, also das Portfolio als solches zu verkonsumieren oder aber die Substanz unberührt zu lassen und von den Ausschüttungen quasi seine Erträge abzuschöpfen und die dann schlussendlich zu verkonsumieren. Ich habe das Ganze, oder anders gesagt, das Ganze wird jetzt nochmal speziell auf die Dividendenstrategie in ein System gepackt. Ich möchte hier aber nochmal hinweisen, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal das gemacht habe, das Ganze kann man mit Eigentumswohnungen machen, das Ganze kann man mit, indem man Geld verleiht, zum Beispiel im Rahmen von Peer-to-Peer-Krediten machen. Das Ganze kann man mit Investitionen in andere Unternehmen machen. Also das Ganze ist nur ein Grundgedanke, den ich hier versuche zu vermitteln. Und eine Möglichkeit, das Ganze umzusetzen, weil wir uns natürlich hier auch bei einem sehr guten Broker, dem FX Flat, befinden, ist es natürlich hier naheliegend, das Ganze dann im Rahmen der Börse umzusetzen, zum Beispiel mit einem oder mit einer gearteten Dividendenstrategie. So, das nochmal so als
kurze Rekapitulation des Ganzen. Und bevor wir dann ins neue Content-Thema einsteigen, hier nochmal der Rückblick auf das, was ich beim letzten Mal schon gezeigt habe. Das Ganze ist sozusagen das System, wie man das aufbaut, um es möglichst, ja, ich sag mal, passiv zu gestalten, also dass ich möglichst wenig Aufwand habe. Das Ganze beginnt mit der Sparrate, die in unser Depot reinfließt, zum Beispiel zu FX Flat, ja, errichte ich einen Dauerauftrag von meinem, keine Ahnung, Gehaltskonto oder beim Rücklagenkonto, wie auch immer, dann geht die Sparrate zu FX Flat. Hier wiederum gucke ich mir an, welche Unternehmen, das mache ich am besten schon im Vorfeld, ich auf meine Watchliste tue. Das heißt, ich analysiere diese Unternehmen nach den Branchen, nach den Kennzahlen, Renditekennzahlen etc. pp. Ich denke auch, dass wir hier im Laufe der Zeit auch noch auf die eine oder andere Analysemöglichkeit vielleicht ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Stelle ich mir davon eine Watchlist und wenn der Zeitpunkt richtig ist oder ich ihn als richtig erachte, dann treffe ich meine Kaufentscheidung. Dann habe ich das Geld in mein Dividendenportfolio sozusagen oder den Kandidaten in mein Dividendenportfolio einbuchen lassen und dann wiederum geht es darum, diesen Kreislauf hier unten immer wieder zu wiederholen und gleichzeitig natürlich das Ganze auch zu monitoren, also zu schauen, sind die aktuellen Werte in meinem Bestand nach wie vor praktikabel, macht das nach wie vor Sinn, also zahlen sie weiter ihre Dividenden, Einkünfte, passt das Geschäftsmodell für die Zukunft etc. Sollte das nicht der Fall sein, liquidiere ich einen Teil der Position oder die gesamte Position, Cash wird frei, fließt wieder ins Depot und ich habe wieder die Möglichkeit, meine Watchliste ein bisschen genauer anzuschauen und hier weitere Kandidaten zu kaufen. Gleichzeitig, ja, während das funktioniert oder während das läuft, fängt an, unser Dividendenportfolio Dividenden auszuschütten, die wiederum erzeugen halt Cashflow, den Cashflow reinvestieren wir zumindest in der Akkumulationsphase, also in der Ansparphase. Das heißt, es kommt zusätzliches Cash rein, das Ganze kommt aber aus dem Portfolio selber. Das Einzige, was von außen kommt, ist die Sparrate. Die beiden äußeren kommen von innen sozusagen. Und dann ergibt sich daraus ein mehr oder weniger geschlossenes System, bis auf die Steuer. Die ist dann sozusagen außerhalb des Systems, aber die müssen wir alle am Ende dann zahlen. Ansonsten ist das System geschlossen. Das heißt, gerade in der Ansparzeit würde ich hier möglichst wenig aus diesem System herausnehmen, logischerweise. Und später dann, wenn wir ja einen entsprechenden Betrag erwirtschaften damit, können wir dann natürlich dieses System unterbrechen und Teile oder sogar das Gesamte, was da monatlich reinkommt, wie so eine Miete bei einer vermieteten Wohnung, anfangen zu verkonsumieren, wenn wir das möchten. Das als Zusammenfassung dessen, was wir uns letzte Woche angeschaut haben. Nicht letzte Woche, sondern letzten Monat. So, jetzt ist natürlich die Frage oder der Übergang zu dem, was wir heute machen, dahingehend interessant, denn es stellt sich ja die Frage, wie oder welche Unternehmen wähle ich denn jetzt am besten aus, um möglichst viel vielleicht auch an Einkommen, ja, an dem, was ich letztlich investiere und schlussendlich dann rausbekomme, zu erzeugen. Und hier möchte ich einfach mal mit den unternehmerischen Sonderformen beginnen. Ganz wichtig, man muss diese Sonderformen nicht in sein Portfolio mit reinnehmen. Das ist immer nur ein Kann. Ich stelle hier einfach nur verschiedene Möglichkeiten vor. Was ist eigentlich überhaupt mit unternehmerischen Sonderformen gemeint? Ich meine damit im Kern etwas, was abweicht von der klassischen AG, also von der klassischen Aktiengesellschaft, die schlussendlich zumindest nach deutschem Recht eine Kapitalgesellschaft darstellt. Ganz wichtig, das Ganze geht jetzt ein bisschen so ins Steuerliche herein. Ich bin kein Steuerberater, ich bin auch kein Rechtsanwalt, sondern ich gebe hier einfach das wieder, was ich aus meiner Praxis sozusagen gelernt habe, was ich selber meiner eigenen, meiner privaten Vermögensverwaltung auch sozusagen was ich die letzten Jahre dabei erlebt habe, das gebe ich hier weiter. Das Ganze hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, in keiner Weise eine steuerliche oder rechtliche Beratung. Das heißt, wenn hier Interesse besteht, dann bitte den eigenen Steuerberater kontaktieren. Also, meiner Meinung nach oder meines Wissens nach gehört die AG genauso wie auch die GmbH oder die UG zu den Kapitalgesellschaften.
Und die wiederum werden in Deutschland entsprechend mit der Körperschafts- und der Gewerbesteuer besteuert. Und es gibt auch Sonderformen und die wiederum werden dann, weil sie Sonderformen sind, anders besteuert. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen weg, sondern schauen mal lieber weg von Deutschland, eher hin zu den USA. Und das ist zum Beispiel so, dass diese Sonderformen so funktionieren, dass Unternehmensgewinne nahezu oder ich sag mal kaum besteuert werden. Ja, bei einer Aktiengesellschaft im klassischen Sinne wäre es ja so, die macht einen Gewinn, dann wird zum Beispiel 30% Steuer auf 100 Geldeinheiten gezahlt, dann sind 70 Geldeinheiten über und diese wiederum können dann verwendet werden, keine Ahnung, können ausgeschüttet werden oder können reinvestiert werden. Und bei den Sonderformen ist es so, dass wir die kompletten 100 Geldeinheiten mehr oder weniger plus minus zur Verfügung haben und die wiederum dann benutzt werden können. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir haben die Situation, dass der Bruttogewinn ausgeschüttet wird und nicht der Nettogewinn. Wir schauen uns das jetzt mal zusammen bei einer Aktiengesellschaft an. Das bedeutet, wir haben hier Einnahmen minus Ausgaben ergibt den Bruttogewinn. Bruttogewinn, weil der natürlich dann noch von der Steuer sozusagen, um den steuerlichen Betrag sozusagen gemindert wird. Das Ganze ist dann der Nettogewinn, also der EPS, Earning Per Share. Und dieser wiederum kann jetzt zum Teil im Rahmen einer Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Und jetzt passiert das Interessante, was eigentlich nicht so toll ist. Das heißt, wir haben auf Unternehmensebene eine Besteuerung und wir haben, wenn wir als Aktionäre die Dividende bekommen, ebenfalls eine Besteuerung, nämlich nach Kapitalertragssteuer plus Soli plus Kirchensteuer ist irgendwas zwischen 26% und 27% ungefähr. Ja? Also wie gesagt, nicht drauf festnageln, es sind 25% plus Soli plus Kirchensteuer, ungefähr 26%, 27%. So, das heißt, wir haben eigentlich, und da wird jetzt wahrscheinlich, falls ein Steuerberater dabei ist, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil das sicherlich vom Begriff her nicht richtig ist, das Wort hier Doppelbesteuerung, deswegen mache ich das mal so in Häkchen. Ich will einfach nur mit meinem laienhaften Verständnis das so praxisnah wie möglich wiedergeben. Das bedeutet, wir haben einmal eine Besteuerung auf Unternehmensebene und wir haben einmal eine Besteuerung auf Aktionärsebene, deswegen das Wort Doppelbesteuerung und nicht so, wie es wahrscheinlich im Steuergesetzbuch definiert ist. So, um da gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das ist die klassische Aktiengesellschaft. Jetzt schauen wir uns mal eine unternehmerische Sonderform an. Wie ist das da? Da ist es so, dass wir den Bruttogewinn haben und jetzt passiert etwas Interessantes. Von dem Bruttogewinn wird eine Ausschüttung abgezogen. Und die Ausschüttung ist das, was sozusagen direkt an den Aktionär fließt. Und dann kommt am Ende der Nettogewinn raus und der ist nahe Null, weil alles ausgeschüttet wurde an die Aktionäre. Und jetzt fragt man sich natürlich, hä, welche Unternehmen machen das? Ja, das machen Unternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen und die vielleicht auch zu einem bestimmten Zweck gegründet worden sind. Ja, wie gesagt, das kann man nicht mit einem klassischen Aktienunternehmen, einer Aktiengesellschaft vielmehr vergleichen, weil natürlich jetzt, wenn man beispielsweise eine Apple-Aktie nehmen, die kann sich das nicht leisten, weil die muss natürlich reinvestieren, Forschung und Entwicklung, die muss das neueste iPhone auf den Markt bringen, die muss konkurrenzfähig sein, aber es gibt ja auch Unternehmen, zum Beispiel aus, sagen wir jetzt mal, der Old Economy, ja, wie zum Beispiel, das wäre jetzt mal so am naheliegendsten, ja, in Immobilienunternehmen, die haben jetzt vielleicht nicht so viel Innovationsbedarf, weil das Geschäftsmodell hat einfach seit x Jahren immer gleich funktioniert und die können sich es halt dann dementsprechend leisten, Großteil der Gelder auszuschütten. Das bedeutet, das Interessante dabei ist, das Unternehmen schüttet den Bruttogewinn aus und zahlt deshalb nahezu keine Steuern, weil wenn die Ausschüttung als Geschäftsausgabe quasi gewertet werden, können sie vom Bruttogewinn abgezogen werden, ergo ist halt auch nicht mehr viel da, was versteuert werden kann. Deswegen auch hier wieder, ich weiß, es ist nicht 100% korrekt, Einfachbesteuerung. Ja? Es geht nur darum, hier zu verdeutlichen, einmal bezahle ich auf Unternehmensebene Steuern, dann das, was übergeblieben ist, schütte ich an die Aktionäre aus und das kann ich versteuern. Hier ist es so, ich habe 100%, schütte mehr oder weniger 100% aus und das wird dann einmal mit 25% plus Soli plus Kirchensteuer auf privater Ebene zum Beispiel versteuert. So, jetzt natürlich die interessante Frage, welche unternehmerischen Sonderformen gibt es denn in dem Zusammenhang? Ja, das wäre jetzt also das Nächste, was hier jetzt spannend wäre. Und hier schmeiße ich einfach mal drei Stück rein. Das sind die BDCs, die Business Development Companies, das sind die MLPs, die Master Limited Partnerships oder die REITs. Und um die soll es in der Folge auch gehen heute. Und das Ganze nennt sich Pass-Through-Entity-Prinzip. Das bedeutet, man hat einen steuerlichen Vorteil,
weil sozusagen die Steuerlast von Unternehmensebene auf private Ebene verlagert wird und quasi nur einmal Steuern gezahlt werden. Ja, ich habe gesagt, wir wollen uns mit dem Thema REITs hier heute noch mal ein bisschen genauer auseinandersetzen. Das habe ich ja letztes Mal auch schon so angedeutet. Ich möchte hierüber heute sprechen, sozusagen als erste Form der unternehmerischen Sonderformen, auf die ich ein bisschen genauer und tiefer eingehen möchte. Ich habe das letztes Mal, glaube ich, auch angedeutet. Es geht hier um den Bereich Immobilien. Und da stellt sich natürlich erstmal ganz grundlegend die Frage, welche Immobilienanlagen gibt es eigentlich? Ich selber zum Beispiel vermiete Wohnungen, die ich quasi privat besitze. Das heißt, diese Möglichkeit gibt es natürlich, dass man einfach über eine Direktinvestition eine Wohnung kauft und diese wiederum dann schlussendlich vermietet. Es gibt auch die Möglichkeit, über Genossenschaftsanteile zu investieren, über geschlossene Fonds, die in Deutschland ja nicht so den allerbesten Ruf haben, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, über die REITs zu investieren. Vielleicht vorab die Frage, warum sind die Immobilienanlagen eigentlich so beliebt? Ich weiß nicht, ob das so allgemein nur ein deutsches Phänomen ist. Ich glaube, das ist fast überall so. Das Thema Betongold ist einfach immer sehr attraktiv. Ich habe mal so versucht, ein paar Argumente zusammenzutragen, warum das, glaube ich, interessant ist. Zum einen fällt mir halt auf, dass das böse gesagt Geschäftsmodell sehr simpel ist. Ja, also ich sage mal so, jeder wohnt ja irgendwo, egal ob er jetzt zur Miete wohnt oder in einem Eigenheim wohnt, aber das Prinzip Wohnen, blöde gesagt, ist jedem irgendwie klar. Und dann etwas zu vermieten, ist dann halt auch nicht mehr so, ich sag mal, eine Raketenwissenschaft. Und dementsprechend ist einfach das Verständnis, glaube ich, viel einfacher, als wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, eine Wirecard, dann, gut, im Nachhinein ist dann eh rausgekommen, dass man da nicht viel verstehen konnte, aber das Geschäftsmodell dahinter dann vielleicht nicht ganz so greifbar ist. Man sich fragt, okay, was machen die eigentlich, wenn ich jetzt da mein Geld investiere? Ja, wohingegen bei einer Wohnung, okay, ich erwerbe Grundeigentum und stelle das sozusagen jemand anderes zur Verfügung. Dafür bekomme ich halt Cashflow. Es wird ja Eigentum verbrieft, das finde ich, glaube ich, auch interessant, gerade in Deutschland mit Grundbuch etc. Also das ist alles sehr immobil, würde ich jetzt eher als Nachteil sehen, aber dafür ist es auch irgendwie sehr stark reguliert und sehr klar strukturiert vor allen Dingen. Ich glaube, das gibt auch viel Sicherheit. Dann das Thema bei einer Vermietung, ich habe ein regelmäßiges Einkommen, ja, also ich vermiete das und bekomme regelmäßige Mieterträge halt dazu, dann auch in Deutschland, gerade interessant, steuerliche Vorteile. Ich kann viel im Bereich Immobilien auch steuerlich geltend machen, gerade wenn es darum geht, zum Thema Abschreibung kommt, kann das interessant sein. Und was, glaube ich, auch spannend ist, ist, dass das Ganze kein wirklich informationseffizienter Markt ist. Also ich habe da auch die Möglichkeit, teilweise Schnäppchen zu machen, weil der Markt halt nicht effizient ist. Also informationseffizient. Und zu guter Letzt das Thema elastische oder vielmehr unelastische Nachfrage nach Wohnimmobilien. Also ich kann nicht einfach aus dem Nichts Wohnungen zaubern, sondern ich muss schon gucken, wie ich diese Nachfrage nach Wohnraum halt irgendwie gewährleistet bekomme. Nachteile hat das natürlich auch. Auch die sollen hier jetzt nicht zu spät hinten anstehen, sondern gerade beim Direkterwerb, und das ist, glaube ich, hier so das, worum es jetzt vorrangig geht, gerade beim Direkterwerb fallen ordentlich Nebenkosten an, sage ich mal vorsichtig. Ja, also zum einen steht da die Maklerkottage im Raum, dann haben wir Grunderwerbssteuer, wir haben Grundbucheintrag, Notarkosten, das sind alles so Kosten, die da mit zu Buche schlagen, weswegen die Direkterwerb vielleicht den einen oder anderen auch einfach abschreckt, was ich auch nachvollziehen kann. Dann der nächste Punkt, den ich teilweise auch als kritisch sehe, ist das Klumpenrisiko, was entsteht. Das darf man halt nicht außen vor lassen. Ja, wenn man jetzt eine Wohnung hat, mag das noch gehen, aber ich sag mal, wenn man jetzt ein Mehrfamilienhaus hat mit mehreren Wohnungen, dann ist das teilweise schon, sage ich mal, ein höherer Betrag, der vielleicht dann auch in der Gesamtvermögensallokation schon einen erheblichen Einfluss haben kann, wenn damit mal irgendwas nicht so ganz funktioniert oder der Standort sich verändert oder Gesetze sich zum Nachteil verändern, dann kann das durchaus Probleme mit sich ziehen.
Der ein oder andere scheut auch, glaube ich, vor der Fremdkapitalaufnahme zurück. Ja, also wenn man jetzt sagt, man möchte eine Wohnung kaufen, stellt sich ja die Frage, kaufe ich die aus eigenen Mitteln oder lasse ich vielleicht einen Teil auch über die Bank finanzieren? Und zu guter Letzt natürlich die rechtlich und regulatorischen Risiken am Ende da, wo da die Immobilie steht, ist man ein Stück weit auch der Gesetzgebung oder auch der Staatshoheit ein Stück weit ausgesetzt. Das darf man auch nicht vergessen. Und ein Thema, was ich gerade auf meinem YouTube-Kanal immer sehr viel bespreche, ist das Thema Diversifizierung. Das ist mir einfach persönlich sehr wichtig. Und bevor man sich hier ein wirklich diversifiziertes Portfolio durch Direktinvestitionen aufbaut, mit wirklich gut diversifiziert meine ich nicht, dass ich irgendwie eine in Nord- und eine in Süddeutschland habe, sondern wirklich global gestreut. Ist das mit Direktinvestitionen wahrscheinlich nahezu unmöglich nicht, aber sicherlich schwer und benötigt viel Zeit und Kapital. Dementsprechend die vielleicht für den einen oder anderen auch sehr smarte Möglichkeit, das Ganze über Real Estate Investment Trust abzuwickeln, die sogenannten REITs. Was machen die eigentlich? Das sind ja Immobilien, Aktien, könnte man salopp sagen, die dafür da sind oder teilweise als Geschäftsmodell die Erschließung, Verwaltung, aber auch die Bewirtschaftung sowohl von Grundstücken als auch von Immobilien haben. Und das Interessante ist, dass für diese unternehmerische Sonderform, die die REITs ja nun mal sind, gibt es länderspezifische Gesetzgebung. Also jedes Land hat so seine eigene REIT-Gesetzgebung. Deutschland zum Beispiel auch, aber USA und Kanada und was nicht alles. Also jeder hat da so seine eigene REIT-Gesetzgebung. Das Ganze ist mal ins Leben gerufen worden, wie soll es anders sein, in den USA 1960 mit dem Real Estate Investment Act, der dazu dienen sollte, die Immobilienwirtschaft sozusagen ein Stück weit zu fördern. Das Interessante ist bei den REITs, und da wird es jetzt wirklich gerade für die einkommensorientierten Investoren interessant, sie müssen mindestens 90% an ihre Aktionäre ausschütten. Also das, was wir vorhin besprochen haben mit dem Thema Bruttogewinn minus Ausschüttung, sie müssen 90% ausschütten und das ist sozusagen gesetzlich vorgeschrieben. Das bedeutet, wie eine oder gerade zum Gegenteil bei einer klassischen Aktiengesellschaft, die darüber mehr oder weniger frei verfügen kann, ist das hier nicht möglich, denn man ist hier daran gebunden, auch entsprechend hohe Ausschüttungen zu tätigen. Und ja, das kommt uns natürlich dann ein Stück weit auch oder spielt uns ein Stück weit in die Karten. Es gibt unterschiedliche REIT-Arten. Ich denke, das werden wir vielleicht sogar nächstes Mal noch mal ein bisschen vertiefen. Es gibt einmal die Equity-REITs oder REITs, es gibt die Mortgage-REITs und es gibt die hybriden REITs. Equity-REITs, kurz gesagt, beschäftigen oder deren Geschäftsmodell basiert darauf, dass sie tatsächlich die Immobilien auch erwerben, die sie dann schlussendlich vermieten. Das heißt, sie haben auch das klassische Betongold. Die Mortgage-REITs sind da ein bisschen spekulativer unterwegs, muss man an der Stelle auch sagen. Die profitieren eher von Zinsdifferenzgeschäften, von Arbitragegeschäften. Das heißt, sie sind mit hypothekarisch besicherten Wertpapieren unterwegs. Ja, also sie investieren quasi in die Immobilienkredite. Und die hybriden REITs, wie man das vielleicht aus der Automobilbranche kennt, sind eine Mischung aus den beiden zuvor genannten. Kommen wir aber, denke ich, auch nochmal beim nächsten Webinar drauf zu sprechen. Ja, Investitionen, was machen die REITs? Wo investieren die ihr Geld? Zum Beispiel in Apartmentanlagen, das können aber auch Einzel- oder beziehungsweise Wohnungen sein, das können Einfamilienhäuser sein, das können Gewerbeimmobilien sein, Büroimmobilien, Krankenhäuser, also das ist mannigfaltig, da ist der Kreativität keine Gedanken gesetzt, außer in Deutschland. Da ist das Ganze natürlich wieder sehr stark beschnitten. Das heißt, hier kann man nicht in alles investieren, aber in den USA ist da sehr, sehr vieles möglich. Was sind so die Besonderheiten von den REITs? Ich hatte es ja schon gesagt, sie müssen halt sehr viel oder fast alles ausschütten, was sie sozusagen an Gewinn erwirtschaften. Sie lassen sich frei an der Börse handeln. Das heißt, wir können hier mit 50, 60, 70 US-Dollar, je nachdem, was eine Aktie kostet, können wir quasi anfangen, da zu investieren. Viele der REITs verfügen über eine sogenannte Managed Distribution Policy. Das bedeutet, sie haben ihre Dividendenpolitik vorab auch geregelt. Das bedeutet, sie verpflichten sich auch ein Stück weit den Aktionären gegenüber, weil, und das ist jetzt auch interessant, die
Zielgruppe sind sehr häufig Rentner oder Pensionäre, weil ich sag mal so, in den USA oder auch in Kanada oder auch in Asien funktioniert das Rentensystem natürlich nochmal ein bisschen anders und dementsprechend sind viele der Pensionäre auch auf solche unternehmerischen Sonderformen angewiesen, weil sie hier investieren, um dann später daraus ihre Rente zu beziehen. Ja, ansonsten, wie ich finde, Vorteil definitiv, wir haben gerade jetzt auch bei FX Flat die Möglichkeit, halt relativ kostengünstig hier in REITs zu investieren und wir können so ein ja, global diversifiziertes Immobilienportfolio aufbauen und das ist ja das, was ich zu Beginn schon gesagt habe, das ist mit Direktinvestitionen möglich, aber sicherlich durchaus problematischer. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, war schon ein langer Tag, einen Moment mal kurz. So, da bin ich wieder. Bitte um Entschuldigung, aber ich muss mal einen kleinen Schluck trinken. So, das soll es erstmal so zum Content-Thema gewesen sein. Das heißt, wir haben uns durchgearbeitet durch den Rückblick vom letzten Mal. Wir haben das Content-Thema unternehmerische Sonderform heute mit dem Fokus auf die sogenannten REITs durch und ja gut, was soll jetzt logischerweise kommen? Natürlich die REITs und zwar habe ich hier ein paar Beispiele mitgebracht, die möchte ich jetzt einmal hier zusammen besprechen und durchgehen. Beginnen möchte ich nochmals, ich hatte das letzte Mal auch, glaube ich, mit drin, Omega Healthcare, weil ich selber auch Omega Healthcare in meinem Portfolio halte. Ich finde das Unternehmen klasse. Es ist 1992 gegründet worden, aktiv in den Regionen USA, aber auch in den Vereinigten Königreich, also in England. Und sie ja, setzen sich mit dem Thema auseinander, betreutes Wohnen. Ich denke, ein Modell, was auch zukünftig sehr interessant ist, weil ja demografischer Wandel und unserer Kultur geschuldet, das sage ich mal, die Entwicklung dahin geht, dass sehr oft ältere Menschen sich auch in so ein betreutes Wohnen dann schlussendlich begeben. Und dementsprechend ist das, wie ich finde, von dem Grundansatz her durchaus interessant. Sie verwalten über 900 Objekte. Ich glaube, das sind mittlerweile schon vierstellig, so an die 1000 mittlerweile und hat eine Marktkapitalisierung von knapp 8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen sieht aktuell in seiner Bewertung so aus. Ich komme da vielleicht auch nochmal zu einem anderen Zeitpunkt, dass ich mal so ein bisschen erkläre, wie ich mir diese Art von Charts sozusagen anschaue. Aber ganz grundsätzlich ist immer interessant, wir haben hier ein Dreifach-Top sozusagen hier oben und wir haben hier unten bei 25 US-Dollar quasi die untere Seite des Kanals. So betrachte ich das und wir befinden uns hier aktuell ziemlich genau in der Mitte. Wir haben hier unten ein kleines 1, 2, 3. Das heißt, das Ganze sieht für mich zumindest tendenziell bullisch aus. Und natürlich ist es schöner, wenn man die Möglichkeit hat, hier unten in diesen Bereich einzusteigen. Aber auch hier ist aktuell die Situation, wie ich finde, ganz attraktiv. Ich persönlich bin, wie gesagt, seit mehreren Jahren in dem Unternehmen investiert. Deswegen, ich verkaufe das auch nicht, wenn das hier oben ankommt, sondern ich kaufe eher, wenn wir hier unten in dem Bereich sind, tendenziell eher nochmal nach. Ansonsten hier nochmal ein kleinerer Chart, hier sieht man das auch nochmal für die Leute, die vielleicht charttechnisch oder markttechnisch orientiert sind. Hier kann man das sehen, wir befinden uns hier mittlerweile wieder in einem völlig intakten Aufwärtstrend. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, haben wir sogar nochmal sozusagen so einen Trend im Trend. Und dann wird es auch interessant, dass wir vielleicht wieder hier die alten Vorpandemie-Hochs ansteuern. Wie sieht das Ganze von den Kennzahlen her aus? Wir haben hier einen Quartalzahler, das heißt, wir halten 4 Zahlungen pro Jahr. Das Unternehmen steigert seine Dividende seit 17 Jahren und wir haben bei dem aktuellen Bewertungsniveau, wir haben bei dem aktuellen Bewertungsniveau eine Dividendenrendite von 7,18%. Also durchaus interessant. Ein bisschen über 7%, wie ich finde. Zur Pandemiezeit konnte man Omega Healthcare sich sogar mit 10, 11, 12% teilweise ins Portfolio legen. Aber wie gesagt, 7% ist, denke ich, immer noch deutlich besser als andere Alternativen. Dann habe ich einen Screenshot mitgebracht und zwar aus der Software Sisonax. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Ist eine Plattform, die mit Saisonalitäten arbeitet, da ich ein sehr großer Freund von Saisonalitäten bin. Wer hier mehr
Interesse hat, sich das anzuschauen, gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort habe ich auch diverse saisonale Handelsstrategien, die ich da in dem Bereich vorstelle. Der Chart vielmehr ist sozusagen basierend auf Omega Healthcare. Deswegen hier sieht man auch, dass der Einstieg saisonal betrachtet, deswegen habe ich das Ganze auch mitgebracht, im März durchaus interessant sein kann. Deswegen stelle ich es jetzt vor und nicht irgendwie im April. Vielleicht ist der ein oder andere ja inspiriert. Ganz wichtig, ganz natürlich keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung, sondern einfach nur hier das Beispiel, dass man hier vielleicht in dem Bereich durchaus das Unternehmen vielleicht mal auf die Watchliste tun kann. Ansonsten habe ich Realty Income mitgebracht, die The Monthly Dividend Company. Sie haben sich den Namen auch schützen lassen. Hier geht es darum, dass in Einzelhandelsläden oder allgemeinen Einzelhandelsfirmen und Objekte, vielmehr, sorry, in Objekte investiert wird. Haben mittlerweile, meine ich, 5.000 bis 6.000 Objekte. Davon sind im Schnitt immer so 98%, 99% vermietet, also sehr, 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 sehr gute Vermietungsraten. Sie verfügen über Triple Net Mietverträge. Das bedeutet, dass die Unternehmen, die sich hier einmieten, auch für die Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten sozusagen verantwortlich sind. Das schont quasi den Cashflow von Realty Income. Und auch hier, ja, befinden wir uns quasi mehr oder weniger in der Mitte von der Pandemiebewertung. Wir haben hier oben das Allzeithoch, wir haben hier unten das Hoch, was wir, oder vielmehr das Tief, und sind hier aktuell in der Mitte. Man muss dazu sagen, Realty Income ist ein absolutes Schwergewicht und da ist es schwer, eine sehr hohe Dividendenrendite zu bekommen. Ich meine, wir waren hier im Tief zwischen 5,5%. Vielleicht waren es so 5,8%, die man sich hier hätte sichern können. Ich bin auch deutlich später eingestiegen, vor kurzem. Und beim aktuellen Bewertungsniveau liegen wir hier, ich sehe gerade die Folie sozusagen, muss ich mich für entschuldigen, die Folie hier ist falsch, weil das Ganze ein Monatszahler ist. Es ist mir hier scheinbar eine falsche Folie reingerutscht. Das heißt, ich kann aber das so aus dem Kopf sagen, dass wir hier 12 Monatszahlung haben, weil es ja sozusagen ein Monatszahler ist. Ich glaube, wir sind hier weit über 30, 40 Jahre, die Dividende gesteigert worden ist. Und wir haben beim aktuellen Bewertungsniveau, das ist, denke ich, auch noch interessant, 4,6% Dividendenrendite, die Realty Income zahlt. Ich habe auch hier nochmal den saisonalen Chart mitgebracht. Hier hat man jetzt nicht die Möglichkeit, sich wirklich saisonal hier einen sehr guten Einstieg rauszuarbeiten. Hier vielleicht der kleine Rücksetzer, aber das ist alles andere als wirklich signifikant. Zu guter Letzt habe ich noch Medical Properties Trust mitgebracht. Wie ich finde, auch ein REIT, der sehr häufig gar keine Beachtung findet. Ich habe ihn selber nicht im Portfolio, finde ihn aber durchaus interessant. Das ist ein REIT, der sich komplett auf Krankenhäuser fokussiert hat in Deutschland, Großbritannien und Italien. Und das Interessante ist, und da muss man hier auch sagen, Krankenhäuser haben so ein bisschen den strategischen Vorteil, sofern man das so sagen darf an der Stelle, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, ich habe hier ein Krankenhaus und dann baue ich mal direkt noch eins daneben, sodass ich quasi die Patienten dem anderen Krankenhaus wegschnappe, sondern man muss immer bestimmte Mindestabstände einhalten. Das heißt, wenn man sich jetzt so nach dem Value Investing sich das anschaut oder von der Seite her von Warren Buffett, der das ja immer so sehr schön betrachtet hat mit seinem Burggraben, dann würde ich sagen, hat allgemein so ein Krankenhaus oder auch hier so eine Firma dahingehend einen Vorteil, weil einfach die Konkurrenz ja nicht so hoch vielleicht ist, weil das Ganze ein Stück weit reguliert ist und man nicht Krankenhaus an Krankenhaus logischerweise bauen kann oder darf. Zumindest ist das in Deutschland so. Ja, hier sind wir relativ gut wieder im Rennen. Ja, wir sind ja fast auf Allzeithoch, noch nicht ganz, aber befinden uns hier auf einem guten und soliden Weg. Und wir haben hier ebenfalls einen Quartalzahler. Wir haben eine Steigerung seit 8 Jahren, keine Senkung seit 11 Jahren erfahren. Und aktuell, beim aktuellen Bewertungsniveau, sind wir bei 4,94% Dividendenrendite. Ich denke, das ist ebenfalls etwas, was durchaus interessant sein kann. Und auch hier habe ich das Ganze für euch mitgebracht, weil wir hier im Rahmen der saisonalen Betrachtung auch vielleicht Ende Februar, Anfang März durchaus einen attraktiven Einstieg uns erarbeiten können, sofern man das denn möchte.
Das soll es erstmal so an der Stelle zu dem Thema von meiner Seite gewesen sein. Als Fazit würde ich gern noch zwei, drei Worte sagen. Und zwar zum einen machen wir nächstes Mal mit den unternehmerischen Sonderformen auf jeden Fall weiter, werden uns da noch ein bisschen weiter rein vertiefen und wir werden auch darüber schauen, dass ich dafür natürlich auch wieder diverse Beispielunternehmen mitbringe. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, noch mal ein Stückchen weiter in das Thema saisonale Analyse einzutauschen, also vielleicht darüber zu sprechen, wie ich per se mir so einfach bei den Unternehmensanalysen quasi vorgehe, ja, was da so meine Puzzlestücke sind. Vielleicht ist das ja auch noch mal interessant für den einen oder anderen. Und ansonsten, wenn zwischendrin noch Fragen sein sollten, dann könnt ihr gern immer auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, könnt aber gern auch bei FX Flat in die Kommentare eure Fragen dalassen für die Leute, die sich jetzt im Nachgang die Aufzeichnung anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, schaue ich einfach mal in die Fragen, was da so mittlerweile sich angesammelt hat. Und falls noch Fragen bestehen, dann könnt ihr die jetzt sehr gerne in die Kommentare reinschreiben. Also nicht wundern, wenn ich jetzt kurz verstumme. Ich schaue mir mal an, was hier bis dato im Chat ist. Genau, Realty Income sinkt die Rendite. Ja, das kann sein, dass die Rendite sinkt. Rendite, wahrscheinlich meinst du die Dividendenrendite vielleicht, weil du es nicht genau ausgeführt hast. Ja, das kann sein, dass die senkt. Nichtsdestotrotz zahlen sie ja weiterhin Dividende und dementsprechend ist das für mich soweit jetzt erstmal kein Problem. Und ich würde auch, wenn Realty Income weiterhin fallen sollte, was ich eigentlich so ein bisschen hoffe, wenn ich ehrlich bin, würde ich gerne auch noch mal nachlegen. Also ich habe damit jetzt erstmal dahingehend sozusagen gar kein Problem. Ansonsten die Frage Einstiegszeitpunkt der REITs letztes Jahr im März, Corona-bedingt als guter Einstieg. Ja, also auch hier, also erstmal danke für die Frage. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Also der Einstieg, ob der jetzt ideal war, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Ich glaube, hier muss man auch das Thema, ich muss mal kurz gucken. Nee, hier habe ich jetzt, hier vorne habe ich jetzt, nee, also man kann vielleicht mal mir auch mal auf dem Kanal schauen. Das Thema REITs darf man auch nicht einfach so, ich sag mal, in eine Schublade schmeißen. Also das ist ganz wichtig. Das Thema REITs, ich habe so eine Videoreihe gemacht zum Thema REIT-Arten. Da einfach gern mal vorbeischauen, weil da wird man feststellen, dass man das so pauschal nicht sagen kann, weil die REITs als solches total unterschiedlich in ihrer Ausrichtung sind. Ja, es gibt ja auch REITs, die beschäftigen sich zum Beispiel mit Serverräumen oder Storage Rooms und das sind ja zum Beispiel Sachen, die vielleicht Corona-bedingt viel mehr Aufmerksamkeit und auch Nachfrage erfahren haben, wohingegen vielleicht ein REIT, der sich jetzt mit Einzelhandelsläden auseinandersetzt, gegebenenfalls viel weniger Aufmerksamkeit bekommt oder auch vielleicht Probleme mit Leerstand hat. Ich will einfach nur darauf sagen, genau wie bei der Dividendenstrategie, immer darauf achten, über was man spricht und bei den REITs halt wirklich darauf schauen, was für eine Art von REIT das Ganze ist. Ne? Ansonsten kann man natürlich retrospektiv immer sagen, klar, zur Pandemiezeit waren teilweise sehr, sehr ordentliche Schnäppchen mit dabei, aber das bringt uns ja aus der aktuellen Sicht weniger, weil wir müssen jetzt damit arbeiten, was wir haben. Und wie ich dabei halt immer vorgehe, das habe ich, glaube ich, auch schon sehr häufig mal in Videos dargelegt. Ich nutze immer so ein bisschen diese Tranchenstrategie. Ne? Also ich nehme mir immer so, wenn ich eine Position eröffnen möchte, lege ich mir immer ich sage jetzt mal Positionsgröße zurecht, teile die durch drei, dann habe ich ein Drittel Position, also drei Tranchen und die wiederum lege ich mit Limit Orders in den Markt. Und wenn ich dann Glück habe, wie es war bei Realty Income zum Beispiel auch so, dass ich da ein sehr tiefes Limit hatte und dann bin ich halt ausgeführt worden. Und wenn der Markt halt noch ein Stückchen weiter nachgibt, dann bin ich auch bereit, da die anderen Tranchen nochmal nachzulegen. Ansonsten kaufe ich halt nochmal ein bisschen höher oder spare mir eine Tranche vielleicht für einen anderen Kandidaten, der gerade zurückkommt. So ist da so ein bisschen meine Herangehensweise, wenn man jetzt vielleicht gerade der ein oder andere Kandidat
wenn man den als überbewertet einschätzt, dann wie gesagt, kann man ja einfach eine Tranche in den Bereich legen, wo man sagt, okay, das wäre jetzt so mein ideales Einstiegsniveau. Und dann ja, muss man einfach, so wie der gute Costolani immer gesagt hat, abwarten. Ja, ansonsten sind noch Fragen, beziehungsweise ich hoffe, dass das die Frage auch schlussendlich beantwortet hat. Ansonsten gerne noch eine Frage stellen. So wie es aussieht, aktuell keine Fragen. Dann würde ich sagen, bin ich von meiner Seite und mit meinen Themen auf jeden Fall auch durch. Hat mir wieder ganz viel Spaß gemacht und ich denke mal, dass der Nelson, sofern er noch da ist, vielleicht auch nochmal ein, zwei Worte sagen möchte. Natürlich bin ich da. Erstmal bedanke Perfekt. Ich mich bei dir für das Webinar und freue mich da auch, dass die Teilnehmer jetzt auch aktiv waren und hier Fragen gestellt haben. Ja. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, wie immer, so dass man das Ganze noch nacharbeiten kann und im Nachhinein natürlich auch, wie du auch schon angesprochen hast, die Fragen dann entsprechend als Kommentar unter dem Video stellen gerne, kann. Gerne, genau. Oder aber gerne an uns schicken. Wir leiten das dann weiter. Aber du hast Perfekt. Das Schlusswort. Ja, nee, sonst, ich bin durch. Ich freue mich wieder, dass das hier heute so schön geklappt hat. Ich hoffe auch, dass Mehrwert mit dabei war. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, jederzeit gerne einfach mich anschreiben oder so, wie es der Nelson gesagt hat. Da würde ich sagen, freue ich mich auf die dritte Runde dann im März. Wünsche euch allen einen schönen und erholsamen Feierabend. Bleibt gesund. Und ja, liebe Grüße aus Braunschweig. Super, da schließe ich mich an. Wünsche auch einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auch für die Positionen auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Dankeschön. Macht's gut, ciao.